herzlich willkommen. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung dafür, dass wir die Ehre haben, die Husserl Lecture in diesem Jahr, wir schreiben das Jahr 2020, in Tübingen ausrichten zu dürfen. Die Husserl Lecture hätte 2020 stattfinden sollen, ist zweimal Corona-bedingt verschoben worden. Danke sehr dem Vorstand, dass wir das in Tübingen machen dürfen. Dieser Verschiebung ist geschuldet, dass wir zwei Präsidenten zu Gast haben. Auch das ist nicht immer der Fall. Nämlich den Präsident von 2020, Lambert Wiesing aus Jena, und Thomas Fuchs, der jetzt aktueller Präsident der Gesellschaft ist, aus Heidelberg. Und Herrn Fuchs übergebe ich auch das erste Wort. Nicht, bevor ich Sophie Leudold noch einmal herzlich begrüßt habe, die heute die Husserl Lecture halten wird. Ja, vielen Dank, lieber Herr Weidmann. Ich möchte mich zu Beginn gleich bedanken dafür, dass Sie uns diese wunderbare Räumlichkeit hier organisiert zur Verfügung gestellt haben für diesen besonderen Anlass. Und wie als derzeitiger Präsident der Gesellschaft für phänomenologische Forschung freue ich mich ganz besonders, Sie zu dieser Veranstaltung jetzt nun auch begrüßen zu können. Diese Veranstaltung ist die Husserl Lecture, wie Sie wissen, die alle zwei Jahre von der Gesellschaft veranstaltet wird, auch verliehen wird, in dem Sinne, dass sie damit eine besondere Leistung für die deutsche Phänomenologie geehrt wird, eine Person geehrt wird, die wir in besonderer Weise als Vertreter der deutschen Phänomenologie ansehen. Diese Person ist dieses Jahr Frau Professor Sophie Leudold von der Universität Darmstadt, die ich auch noch mal ganz herzlich begrüßen möchte. Wir freuen uns, wie gesagt, dass das jetzt wieder stattfinden kann. Die Verschiebung hat Nils Weidmann schon begründet. Wir hatten eigentlich schon vor zwei Jahren wieder eine Husserl Lecture haben sollen. Jetzt sind wir etwas in Verzug. Umso wichtiger, dass jetzt diese Veranstaltung in Präsenz stattfinden kann, und wir hoffen, dass auch die nächste Husserl Lecture wieder in baldiger Frist, nämlich wahrscheinlich schon im nächsten Jahr, wieder in Präsenz stattfinden kann. Denn das gehört, so wie wir denken, doch eigentlich zur Ehrung, die mit der Lecture verbunden ist, dass man ja wie hier in diesem wunderbaren Hörsaal gemeinsam zuhören kann, gemeinsam diskutieren kann. Jetzt gebe ich das Wort an den bisherigen Präsidenten, Professor Lambert Wiesing, der die Laudatio für Frau Leudold halten wird. Lieber Lambert. Danke, Thomas. Ja, meine Damen und Herren, vor ein paar Tagen erzählte ich einem Freund, der von Philosophie eigentlich so gar nichts versteht, gar keine Ahnung hat, dass ich hier heute in Tübingen eine kurze Laudatio auf Sie, liebe Frau Leudold, halten würde. Ich erzählte ihm von der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung, was wir so machen und welche Ehre es ist, zumindest aus der Sicht der Gesellschaft, diese Husserl Lecture halten zu dürfen. Und dann fragte er mich in einer entwaffnenden Art, wie ich es wahrscheinlich von keinem Philosophen oder Kollegen erwartet hätte: Ja, und warum bekommt denn nun gerade Sophie Leudold diesen Preis? Meine erste Antwort, meine Damen und Herren, fand er nicht überzeugend, denn ich sagte: Ja nun, Frau Leudold ist eine bemerkenswerte gute Phänomenologin, sie hat viel für die Phänomenologie gemacht. Daraufhin meinte er nur: Ja, das hätte er sich denken können, denn sonst würde sie ja wohl nicht diese Ehrung der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung bekommen. Er wollte wissen, was das denn genauer heißt, ein bemerkenswert guter Phänomenologe zu sein, woran sich festmachen ließe, dass jemand auf dem Gebiet der Phänomenologie Besonderes geleistet hat. Ja, meine Damen und Herren, das ist keine einfache Frage. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass man darauf, unterschiedliche Antworten geben kann, unterschiedliche Antworten, die gleichermaßen gut begründet sind. Vielleicht stelle ich Ihnen heute hier eine persönliche Sicht der Dinge dar. Doch ich habe meinem Freund gesagt, dass eine besondere phänomenologische Leistung sich eigentlich wie in allen Wissenschaften schlicht daran erkennen lässt, dass jemand phänomenologische Entdeckungen macht.
Und derartige Entdeckungen kann man in der Phänomenologie auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Die Doktorarbeit von Sophie Leudold, welche sie 2006 an der Universität Wien bei Günter Pöltner und Gerhard Luff einreichte, ist aus meiner Sicht geradezu ein Musterbeispiel für eine, ich gebe mehrere, für eine Art von geglückter phänomenologischer Entdeckung. Die Dissertation trägt den Namen Rechtssinn und Anspruch, Entwurf einer Phänomenologie der Vernunft als rechtlicher Intentionalität. Aus dieser Dissertation sind im Nachgang gleich zwei Monographien entstanden. Der Hauptteil erschien unter demselben Namen 2009 und separat erschien 2010 die Schrift Einführung in die Rechtsphänomenologie, ein Buch, das die historischen Teile der Dissertation in den Vordergrund rückt. Bei beiden Büchern kann man von einer phänomenologischen Entdeckung sprechen. Sophie Leudold entdeckt hier Rechtsphilosophie, welche gleichermaßen als ein Teil der Rechtsphilosophie wie aber auch ein Teilgebiet der Phänomenologie ist. Denn das, was sie hier macht, ist, dass sie die Tradition innerhalb der Phänomenologie, welche zwar bis Adolf Reinach zurückreicht, nachzeichnet und rekonstruiert, eine Tradition, welche, dies muss man doch, glaube ich, so deutlich sagen, bis zu dieser Arbeit von Sophie Leudolds Entdeckung unter dem Staub der Geschichte ja sehr dick verdeckt war. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, erst durch diese Arbeit ist bekannt, man muss sagen, endlich bekannt, wie detailliert und subtil sich die Rechtsphänomenologie, dies übrigens zumeist im Schatten von Husserl, innerhalb der phänomenologischen Bewegung entwickelt hat. Wem waren denn vorher schon die ungeahnten zahlreichen Beiträge von weniger bekannten, ja bis regelrecht unbekannten Phänomenologen über das philosophische Nachdenken über Recht bekannt, über das phänomenologische Nachdenken, diese so entdeckungswerten Beiträge von Phänomenologen, ich nenne nur einige, Edith Stein, Wilhelm Schapp, Felix Kaufmann, Fritz Schreier, aber auch Erhard Denninger und William Hamrick. Und ich habe hier nur eine kleine Auswahl genannt. Diese außergewöhnliche philosophische Leistung, so früh am Anfang einer akademischen Karriere, ist nun zu Recht vielen aufgefallen. Ich persönlich kenne keine zweite Dissertation, keine zweite Doktorarbeit, die mehr Preise erhielt. Sie erhielt Ehren, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ja? So wurde die Promotion von Frau Leudold vom Präsidenten der Republik Österreich als höchste akademische Leistung ausgezeichnet, indem sie den Titel Promotio sub auspicies Praesidentis rei Republicae erhielt. Hört, hört, ja, ja. Verglichen damit bekam sie auch ganz weltliche Preise, den Wissenschaftspreis des Landes Niederösterreich, den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung für hervorragende Studienleistungen, aber auch den Preis der Dr. Maria Schaumeier Stiftung. Meine Damen und Herren, so historisch detailliert und bestens informiert die Arbeit von Sophie Leudold ist, die historischen Explikationen, und das weiß ich besonders zu schätzen, geschehen bei ihr nie um ihrer selbst willen. Ich selbst habe den Eindruck, dass sich sogar in den Jahren ihrer philosophischen Arbeit seit der Dissertation ein Zug sogar verstärkt hatte, der in der Dissertation und in den ersten Büchern schon angelegt ist. Die Suche nach dem interdisziplinären Austausch, der für die Rechtsphilosophie vielleicht sogar besonders wichtig ist. Und genau dieser interdisziplinäre Austausch geschieht in den Arbeiten von Frau Leudold in einer Weise, bitte erlauben Sie mir dieses persönliche Urteil, was ich persönlich einfach vorbildlich finde. Und zwar, weil dieser Austausch, diese Gespräche, diese zahlreichen Gespräche, die Frau Leudold führt, immer zwei Aspekte beachten. Und das ist wichtig. Denn wir alle wissen ja, Interdisziplinarität ist doch allzu oft nichts anderes als ein billiger Euphemismus dafür, dass wir uns ständig gegenseitig sagen, wie toll wir alle sind. Das ist in den Arbeiten von Frau Leudold anders. Hier wird im Gespräch mit den Disziplinen klar ein knallharter phänomenologischer Standpunkt verteidigt. Ein Blick auf die vielen Publikationen von Sophie Leudold zeigt, dass sie einerseits mit vielen Disziplinen in engem Gespräch steht, was sie aber nur kann, weil sie bereit ist, sich für andere Perspektiven, Methoden, Ansätze, Prinzipien zu öffnen. Sie klebt nicht konservativ an methodischen Reinheitsidealen. Dafür möchte ich nur beispielhaft einen Blick empfehlen in das von ihr mit herausgegebene Routledge Handbook for Political Phenomenology.
Aber eben gleichzeitig andererseits klagt Sophie Leudold immer wieder die genuin phänomenologische Sichtweise in diesem Gespräch ein. Und die ist bei ihr durchaus traditionell im Einklang mit Husserls Vorstellungen von einer Phänomenologie. Das finde ich so erfreulich, denn gerade das radikale Phänomenologieverständnis, dieser Anspruch, alles an originärer Anschauung zu binden, droht in unseren oft von modischen Interessen bestimmten Philosophiebetrieb unterzugehen, eben seine klaren Konturen, seine spezifischen Merkmale, sein Anecken zu verlieren. Man muss es ganz klar sagen, die Situation, meine Damen und Herren, für die Phänomenologie ist nicht erfreulich. Die Phänomenologie steht derzeit in der Gefahr, im Konzert der Interdisziplinarität mit einem simplen Plaudern über sich selbst gleichgesetzt zu werden. Wenn Sie sagen, Sie essen gerne Pizza, sind Sie schon fast Phänomenologe. Ja, ein Beispiel. In der letzten Woche bekam ich eine Einladung, im nächsten Jahr an der Universität Mailand zu lehren. Als ich fragte, was denn für die Lehre erwünscht wäre, bekam ich den freundlich gemeinten Tipp, ich solle machen, was ich will, aber vielleicht nicht im Titel Phänomenologie erwähnen, denn das würde hier von vielen mit bloßem Erzählen und Labern gleichgesetzt. Ja, das ist die Situation. Liebe Frau Leudold, schon deshalb haben Sie verdient, die Husserl-Lecture zu halten. Denn Sie verteidigen, wo immer Sie auftreten, ohne Wenn und Aber, die harten Konturen und den genuinen Anspruch der Phänomenologie und identifizieren das, was Sie machen, mit Phänomenologie. Sie arbeiten unter diesem Label. Deshalb sind Sie zu einer vielbeachteten Anwältin für die Grundansicht geworden, von der ich meine, dass sie jeder Phänomenologe teilen muss. Deskription schützt vor Reduktion. Und diese Arbeit der genauen Deskription braucht nicht nur Kongresse, Papers, modische Statements, sondern eins vor allem: Ruhe und Zeit. Mit Freude habe ich mir Ihre Interviews angehört, welche Sie der British Society for Phenomenology gegeben haben und dort mit Nachdruck die Bedeutung der Good Old Armchair-Philosophie verteidigt haben. Das heißt nichts anderes, als sich die Zeit zu nehmen, ein Phänomen in seiner Gegebenheit daraufhin zu studieren, was wesentlich ist, genauestens zu beschreiben, um es so vor Verkürzungen durch Modelle, Konstruktionen, schrecklichen Konstruktionen, Ideologien und Geschichten zu schützen. Meine Damen und Herren, aus internationaler Sicht scheint mir Sophie Leudold vielleicht der bekannteste Vertreter der sogenannten Engaged Phenomenology zu sein. Und hier muss man das generische Maskulinum verwenden, um die Bedeutung dieser Aussage nicht zu schmälern. Aber, und das scheint mir bemerkenswert zu sein, bei Sophie Leudold hat man Engaged Phenomenology in zwei Bedeutungen. Die Doppeldeutigkeit dieses Begriffs wird bei Ihnen ausgenutzt. Ja, sie engagiert sich für die Phänomenologie als eine ausgezeichnete Form der Philosophie und sie engagiert sich für eine Phänomenologie, die engagiert, das heißt, die sozial und politisch ist. Mit Nachdruck wendet sie sich gegen die Meinung, dass Phänomenologie in einem Solipsismus münden muss, der nur noch über transzendentale Subjekte spekuliert. Phänomenologie beschreibt zwar immer aus der ersten Personenperspektive, aber sie beschreibt eben auch die politische Welt oder noch allgemeiner gesagt, die eine Welt, in der wir alle zusammen leben. Wenn ich das richtig sehe, ist die zentrale Frage des Philosophierens von Sophie Leudold die Frage, wie wir phänomenologische Beschreibungen nutzen können, um politische Probleme zu analysieren. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Hannah Arendt zu einer vielleicht der zentralen Referenzperson in ihrer Arbeit wurde. Was unter anderem auch zu der 2017 englisch publizierten Monographie Phenomenology of Plurality, Hannah Arendt on Political Intersubjectivity führte. Welche, und dass man sich bei diesem Thema wiederholen kann, hat mich auch selbst verwundert, wieder mit Preisen ausgezeichnet wurde. In diesem Fall erhielt die Schrift 2014 den Edward Goodwin Ballard Prize vom Center for Advanced Research in Phenomenology in den USA. Ja, meine Damen und Herren, da müssen wir selbstkritisch werden. Das wirft schon die Frage auf, hat die Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung vielleicht etwas verpennt und gibt Frau Sophie Leudold erst jetzt, heute 2020,
die Ehrung, die Husserl-Lecture zu halten. Meine Damen und Herren, die Husserl-Lecture ist rein sachlich gesehen nichts anderes als ein Vortrag, eben eine Vorlesung. Doch der Name ist in gewisser Hinsicht falsch, ungünstig, Etikettenschwindel. Denn in erster Linie, meine Damen und Herren, ist die Husserl-Lecture eine Ehrung. Insofern hätte die Husserl-Lecture eigentlich Husserl-Preis heißen müssen. Mit der Husserl-Lecture zeichnet die Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung alle 2 Jahre einen Wissenschaftler aus, der sich durch seine Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Phänomenologie verdient gemacht hat. Und Sie merken, meine Damen und Herren, das ist gelebte Dialektik. Die Gesellschaft spricht eine Ehrung aus, indem sie nicht der geehrten Persönlichkeit etwa einen Preis überreicht, ja, sondern indem sie die geehrte Persönlichkeit auffordert, etwas für uns zu machen, einen Vortrag zu halten. Das empfinde ich, schließlich habe ich über die Phänomenologie des Luxus gearbeitet, als ausgesprochen ungünstig und verkehrte Welt. Als geehrte Person, liebe Frau Leudold, haben Sie es verdient, dass nicht nur wir heute etwas von Ihnen bekommen, sondern auch Sie etwas von uns. Und deshalb habe ich mir überlegt, Ihnen im Namen der Gesellschaft auch einen anfassbaren Preis zu überreichen. Und ich habe mir erstmal viel mehr Gedanken gemacht, was denn wohl ein angemessener Preis für eine Husserl-Lecture gewesen wäre oder heute eben dann auch ist. Und meine Damen und Herren, ich glaube, alle im Raum wissen, Husserl hatte ein Lieblingsbeispiel. Und ich kann jetzt sagen, wo ich den Preis gleich überreichen werde, zum Glück war es der Aschenbecher und nicht wie bei Platon übrigens das Bett. Ja. Denn Platon war ein Raucher und hat immer den naheliegendsten Gegenstand. Rauchen Sie, Frau Leute? Ja. Und hat immer den naheliegendsten Gegenstand genommen, um Protension und Retention und das Wandern um den Gegenstand zu erklären. Und ich habe die Künstlerin Silke Rehberg, die mir sehr vertraut ist, gebeten, diesen Preis für unsere Gesellschaft zu entwerfen. Und sie hat diese Anregung aufgenommen, oder die Vorgabe, was immer ist, einen Aschenbecher zu entwerfen, der eine Skulptur ist. Und auf dem steht Edmund Husserl, ich sehe den Aschenbecher, Husserlianer, Band 25, Seite 282. Husserl-Lecture 2020, so viel Leute. Es ist mir eine Ehre, diesen Preis. Ja, aber ich denke, bei der Vorlesung steht vor. Ja. Das ist ja jetzt heute hier. Ich sehe den Aschenbecher, Edmund Husserl. Ich glaube, jetzt habe ich Ihr Wasser hier genommen. Das macht nichts, ich habe immer ein kleines Wasser. Sehr gut. Frau Leubert, die Husserl-Lecture, bitteschön. Herr Wiesing, Sie haben mir eine unglaubliche Freude gemacht mit dieser wunderbaren Rede, Laudatio, mit diesem wunderbaren Aschenbecher. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Nils Weidmann. Wo ist er? Hier ist er für ja, die Einladung in diesem wunderbaren Saal. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich begrüße ganz herzlich alle Studierenden insbesondere. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Damit in medias res, meine Leistung für den heutigen Tag. Ich gebe der Gesellschaft etwas zurück und hier ist ein bisschen ein Wackelkontakt. Ich versuche, den in den Griff zu kriegen, bevor ich hier beginne. Schauen wir mal. Jawohl. Ja. Mikro ist in Ordnung. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, was bedeutet es, in der Öffentlichkeit zu sein, zu erscheinen und zu handeln?
Die existenzielle Bedeutung öffentlicher Räume und Begegnungen ist uns in den letzten beiden Pandemiejahren gerade durch Entzugserfahrungen deutlich geworden. Verwaiste öffentliche Plätze, Universität und ihre Veranstaltungen plötzlich nur noch online und immer wieder in eine ungewisse Zukunft verschoben, wie diese Husserl-Lecture, währenddessen die Arbeitswelt mitten im Zuhause, Home und Office amalgamiert. Aber auch schon die Jahre davor sind klassische Konzepte von Öffentlichkeit und Privatheit theoretisch und praktisch auf die Probe gestellt worden, insofern sie durch die fortschreitende Technologisierung und Ökonomisierung sich neu ordnen und hybridisieren. Nicht zuletzt führen uns die politischen Ereignisse der letzten Jahre auf verschiedenste Weise vor Augen, unter welchen Bedingungen Öffentlichkeit in Anspruch genommen, aber auch deformiert oder gar zerstört wird. Über von Fake News, über digitalisierte Manipulation bis zum ganz klassischen Aufbegehren auf der Straße und eventuell dessen Niederschlagung, alles in Begleitung von sozialen Medien auf lokaler sowie globaler Ebene. All dies sind Gegenwartserfahrungen und Krisismomente von Öffentlichkeit. Es soll hier kein Klischee sein, bei einer Husserl-Lecture von einer Krise zu sprechen. Vielmehr gibt uns Husserl immer noch und immer wieder zu denken mit seinem besonnenen und doch radikalen, zur Wurzel gehenden Ansatz, die Probleme seiner Zeit als engagierter Philosoph in Angriff zu nehmen. Sie sehen ihn hier vielleicht ein wenig durchscheinen. Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich beim Vorstand und vorangehenden Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung für diese wunderbare Ehrung, die mir viel bedeutet, die Husserl-Lecture halten zu dürfen, endlich in Präsenz vor Ihnen. Vor allem bedeutet es für mich einen Imperativ zum Weiterdenken. Im Geiste Husserls soll in dieser Husserl-Lecture also die Frage gestellt werden, inwiefern uns die Phänomenologie in all ihren Spielarten einen Zugang zum Thema der Öffentlichkeit geben kann, ein Verstehen ermöglichen kann, das eine Tiefendimension aufdeckt. Ein Verstehen, das, wie Husserl meinte, nur durch das Sichtbarmachen der Leistungen der Subjektivität und Intersubjektivität und dadurch konstituierten Welt geschehen kann. Dafür, auch hier orientiere ich mich an der implizit erwähnten Krisisschrift, ist zuallererst eine geschichtliche Betrachtung notwendig. Wobei ich diese als eine theoriegeschichtliche Betrachtung vor allem der phänomenologisch-hermeneutischen Tradition selbst anlegen möchte. Denn es ist schon erstaunlich. Obwohl die Phänomenologie doch als die Theorie des Erscheinens und damit auch des Erscheinens vor anderen gelten darf, obwohl die verschiedenen Welten von privat und öffentlich direkt phänomenologische Begrifflichkeit und damit auch phänomenologisch-hermeneutische Analysemöglichkeiten aufrufen, ist das Thema der Öffentlichkeit bestenfalls ein stiefmütterlich behandeltes in der phänomenologischen Tradition, nicht zuletzt bei Husserl selbst. Freilich gibt es Ausnahmen, Hannah Arendt natürlich. Ich darf an dieser Stelle auch an die politische Phänomenologie von Klaus Held in Erinnerung bringen. Doch grosso modo zeichnet sich eher ein Bild ab, das, wenn schon nicht öffentlichkeitsvergessen, so zumindest als latent öffentlichkeitsverdrängend beschrieben werden kann. Und das, obwohl auf den zweiten Blick methodische und inhaltliche Ansatzpunkte ausreichend vorhanden sind. Man könnte das ambivalente Verhältnis der phänomenologisch-hermeneutischen Tradition zum Thema Öffentlichkeit in Kurzform also vielleicht so bezeichnen: ressourcenreich, aber großteils verhalten. Dies möchte ich in einem ersten Teil meines Vortrags skizzenhaft herausarbeiten, wobei ich zunächst einen Blick auf Geschichte, Normativität und Theorien der Öffentlichkeit überhaupt werfen will, um die phänomenologische Theoriebildung in einen größeren Kontext einordnen zu können. In einem zweiten Teil, Römisch 2 hier, soll dann die systematische Rückeroberung des Themas in groben Strichen zumindest angezeigt werden, als ein Projekt, das mich gegenwärtig umtreibt und wohl auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Dieser zweite Teil gliedert sich in Vorbemerkungen mit grundlegenden Ansatzpunkten und in methodische Reflexionen, also Grundlinien und Grundrisse. Und ich erlaube mir hier auch einen dritten Teil schon anzukündigen, und zwar den der phänomenologischen Beschreibungen. Dieser wird dann, wie Sie dem Titel zufolge schon ahnen werden, im Herbst in Jena erfolgen, sozusagen als eine Art Fortsetzungsvortrag. Damit komme ich gleich zum ersten Teil. Der Begriff der Öffentlichkeit
und die phänomenologische Tradition. Und hier der erste Punkt, Geschichte, Normativität und Theorien des Begriffs der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit kann schwerlich naiv gerade hinaus als ein Phänomen betrachtet werden, ohne gleichzeitig ihre Geschichte und ihre Begriffsgeschichte in Augenschein zu nehmen. Denn Begriff und Geschichte der Öffentlichkeit sind stark normativ aufgeladen und mit hohen demokratischen Erwartungen verknüpft. So zieht sich die Scheidung zwischen öffentlich und privat, zumindest durch die westliche Kulturgeschichte, seit der Antike und ist eng verknüpft mit deren politischer Geschichte. Im Geiste Husserls könnte man von so etwas wie einer Urstiftung der Öffentlichkeit in der griechischen Antike auf der Agora sprechen. Es gebiert sich damit eine Idee des Austausches untergleichen über ihre gemeinsame Sache, die Welt, auf Basis nicht nur von Logos und Rechtfertigung, sondern auch von Feinestei, Erscheinen als sich zeigen, von Rhetorik, von Wahrsprechen und Redekunst in einem Miteinander sprechend sein, dass das Sein in der Polis ist, wie der frühe Heidegger in seinen Aristoteles-Interpretationen festhält. Freilich ist dies eine Urstiftung, die immer schon von ihren Fehlschlägen und vor allem von ihren Ausschlüssen geprägt ist und die im Folgenden nicht nur durch die konstitutiven Ausschlüsse innerhalb einer Gesellschaft, Frauen, Sklaven, Nichtbürger, sondern auch durch ihre eurozentristische und imperialistische Geschichte belastet ist, in anhaltender Spannung mit ihrer Idee der Partizipation und des Erscheinens vor allem durch Sprechen und Handeln. In der Moderne artikuliert und spitzt sich dies auf neue Weise zu. Denn insbesondere mit der Aufklärung entwickelt sich die Öffentlichkeit zu einer eigenen politischen Sphäre im Sinne eines Gegengewichts zu den monarchischen Machthabern. Das aufstrebende Bürgertum fordert von den Herrschenden Transparenz sowie eine argumentativ gerechtfertigte Entscheidungsfindung in öffentlichen Angelegenheiten. Öffentliche Rechtfertigung, Vernunft und Offenlegung der Regierungsgeschäfte werden so zu Kontrollinstanzen der Macht und instanzieren sich damit auch selbst am Ort der Macht im Sinne einer Dialektik der Aufklärung. Die Bildung der öffentlichen Meinung wird relevant für die Regierenden bis hin zur Etablierung der Öffentlichkeit im Sinne freier Presse, Versammlungsfreiheit und freier Meinungsäußerung als der vierten Säule der entstehenden liberalen Demokratien. Von Anfang an ist auch dieses stark normative aufgeladene Konzept der Öffentlichkeit als Neu- und Nachstiftung mit der Realität von Ausschlüssen, Verflachungen und nicht zuletzt Kommerzialisierungen konfrontiert. Als Musterbeispiel eines solchen Aufstiegs- und Verfallsgeschichte der europäischen Öffentlichkeit liest sich immer noch Jürgen Habermas' Strukturwandel der Öffentlichkeit von 1962. Öffentlichkeit als der demokratische Ort der Deliberation, der Rechtfertigungsnotwendigkeit und Infragestellung politischer Macht, aber Öffentlichkeit auch als massenmedial, Technologie-, Kapital- und ökonomiegesteuerter und kolonisierter Verfalls- und Verflachungsort. Und Habermas' Studie bleibt bis heute theorieprägend. Auch neue Ansätze zum digitalen Strukturwandel greifen auf das von ihm artikulierte Spannungsfeld von Geltungsanspruch und sozioökonomischer und nun auch technoökonomischer Verfasstheit des öffentlichen Raumes zurück und fassen Öffentlichkeit als ein System oder als eine institutionalisierte Struktur sogenannter ausdifferenzierter Gesellschaften, der eine Vermittlungsfunktion zwischen Politik und Gesellschaft zukommt. Freilich gibt es auch andere klassische, meist soziologische und oder medientheoretische Ansätze im 20. Jahrhundert, von Postman bis Sennett. Und natürlich gibt es auch neue Theoriebildungen über Netzwerkanalysen, Affektivitätstheorien, informatische, soziologische, psychologische Schienen. Was dabei auffällt, ist allerdings, dass die Frage nach den Erfahrungen von Öffentlichkeit kaum gestellt wird. Und damit meine ich nicht einfach ein positivistisch-empirisches Abfragen von öffentlicher Meinung oder von Erfahrungen etwa beim Public Shaming im Netz, solche psychologischen Studien gibt es zuhauf. Vielmehr meine ich damit die Frage nach den Erfahrungsstrukturen, die konstitutiv für verschiedene Formen und Typen von Öffentlichkeit sind, sowie für deren Gelingen und Scheitern. Diese Tiefendimension von Normativität
findet sich nämlich meines Erachtens schon in den Erfahrungen und Erfahrungsstrukturen selbst, nicht erst auf der Ebene von demokratischen Normen und Geltungsansprüchen und auch nicht erst auf der Ebene von Diskurs- und Systembegriffen. Von Luhmann bis Foucault erfahrungsskeptisch sind diese zweifelsohne für eine Analyse der Öffentlichkeit wichtig und brauchbar, aber eben die Ebene der intersubjektiven Sinn- und Weltkonstitution bekommen sie deshalb nur schwer in den Blick. Interessanterweise sticht ein Werk von Oskar Negt und Alexander Kluge in der posthabermasianischen Debatte der 1970er Jahre hervor, das sich aus einer stark marxistischen Perspektive mit dieser Frage der Erfahrungen von Öffentlichkeit beschäftigt. Es heißt Öffentlichkeit und Erfahrung zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit aus 1972 und argumentiert, dass die proletarische Erfahrung der bürgerlichen Medien- und Konsumöffentlichkeit eine fragmentierte und gebrochene sein muss, wobei vor allem auf die entfremdenden Narrative des Fernsehens kritisch ein Auge geworfen wird. Dieses Paradigma des Fernsehens, das Öffentlichkeit vorrangig über die Einwegmanipulation durch Massenmedien fasst, ist freilich der viel komplexeren Landschaft einer Social-Media-Analyse gewichen, wo neue Versprechen der digitalen Beteiligung und der Weltöffentlichkeit durch Twitter und Co. auf neue Manipulationsmöglichkeiten treffen. Doch dies verstärkt meines Erachtens nur noch die Frage nach den Erfahrungsstrukturen und auch nach der Erfahrbarkeit von solchen Öffentlichkeiten und ihren Framings. Denn wir machen dadurch nochmal ganz andere Erfahrungen, vor allem hybride Erfahrungen von Öffentlichkeiten. Eine phänomenologische Annäherung an das Thema Öffentlichkeit muss also herausstreichen, dass trotz aller Systemhaftigkeit, Medialität und Diskursivität Öffentlichkeit auch immer und immer noch ein Erfahrungs- und Erscheinungsraum ist, sowie eine Welt von Sinn- und Sinnerfahrungen und dass die Wichtigkeit der Analyse dieser Dimension aufgrund der technologischen Entwicklungen sogar noch zugenommen hat. Eine Netzpsychologie oder Sozialpsychologie ist dafür nicht genug, weil es eben, phänomenologisch gesprochen, um die Entstehung von Welten und Sinnräumen geht und weil sich darin die normativen Ansprüche, ich würde fast sagen, vorrangig manifestieren. Eine erste These mit Blick auf Geschichte, Normativität und Theorien des Begriffs der Öffentlichkeit wäre also: Erfahrung ist zentral für die Konstitution und das Gelingen von Öffentlichkeiten. Und Sie sehen hier, ich habe hier schon jetzt mehrfach begonnen, von Öffentlichkeiten im Plural zu sprechen. Und es ist auf jeden Fall von Öffentlichkeiten im Plural zu sprechen, auch wenn ich diese hier manchmal unter dem Oberbegriff Öffentlichkeit zusammenfasse. These 2 lautet: Der Begriff der Öffentlichkeit, mit dem Phänomenologie und Hermeneutik zu tun haben müssen, ist der einer Erfahrungsöffentlichkeit. Damit möchte ich im breiten interdisziplinären Diskurs über Öffentlichkeit, und der ist wahrlich riesig, eine Eingrenzung vornehmen und gleichzeitig die spezifische Kompetenz, den spezifischen Fokus von Phänomenologie und Hermeneutik in der Zickzack-Herangehensweise, geschichtliche Reflexion und Sinnbildungen, systematische Analyse, in dieser Herangehensweise an das Thema herausarbeiten. Damit komme ich zum zweiten Part des ersten Teils. Öffentlichkeit in der phänomenologisch-hermeneutischen Tradition. Wie steht es jetzt mit dem Rückgriff darauf? Hier ergibt sich meines Erachtens ein spannendes, in seiner Gesamtheit noch gar nicht ausgewertetes Bild zum Thema Phänomenologie der Öffentlichkeit. Und das vor allem, weil die Bezugnahmen disparat und die Diskurse verstreut sind. Sie müssen also zusammengefasst und miteinander in Beziehung gebracht werden, was ich zumindest in Stichworten und Schlaglichtern in einem ersten Anlauf hier tun möchte. Zunächst einmal sind wir vor die spannende Diagnose eines Mangels in Form von Abwesenheits-, Implizit- oder Negativbetrachtungen gestellt. Warum es diesen Mangel geben sollte, ist, wie bereits erwähnt, prima facie nicht unbedingt einleuchtend. Denn die Phänomenologie als Theorie des Erscheinens und die Hermeneutik als Theorie des Verstehens, wenn man das so zusammensieht, sollten eigentlich einen genuinen Zugriff auf Phänomene des öffentlichen Erscheinens und Verstehens haben.
Darüber hinaus wirft das Thema der Öffentlichkeit philosophische Grundfragen des Erscheinens und Verstehens auf, weshalb es nicht nur ein regional-ontologisches Spezifikum der politischen Philosophie oder Phänomenologie ist, sondern eigentlich phänomenologisch-hermeneutische Grundwissenschaft sein müsste. Diese Grundfragen lauten zum Beispiel: Was heißt es, vor anderen zu erscheinen? Welche Art von Raum eröffnet sich dadurch? Welche Art von Raum bedingt ein solches Erscheinen? Was sind im Spezifischen öffentliche Erscheinungsräume im Unterschied zu privaten, falls dieser Unterschied noch so einfach zu machen ist? Welche Physiognomie haben sie? Wie entstehen sie? Und wie bestimmen, formieren und deformieren sie das Erscheinen? Was machen sie sichtbar? Was bleibt konstitutiv unsichtbar? Wie konstituieren sich Selbstverständnisse, Verständnisse von Gemeinschaft, Konflikt, Gegnerschaft, von Handeln und Sein im öffentlichen Raum? Wie entstehen Phänomene wie Aufmerksamkeit, Relevanz, Sachbezogenheit und deren Gegenteil? Und so weiter. Sie sehen, dass sich hier ein breites, zu systematisierendes Feld von Fragen ergibt. Im Rückgriff auf die phänomenologische Tradition möchte ich nun im Folgenden fünf Stränge zumindest stichwortartig benennen, die mir wichtig für die Entfaltung dieser Fragen zu sein scheinen, auch wenn sie eventuell selbst das Thema Öffentlichkeit gar nicht explizit berühren. Zunächst mal die transzendentale Phänomenologie und Phänomenologie der Lebenswelt, dann die existenzielle Hermeneutik der Öffentlichkeit, die philosophische Anthropologie, den französischen Existenzialismus und die gegenwärtige Strömung der kritischen oder politischen Phänomenologie. Zu jeder habe ich eine kleine These, die ich dann auch nochmal hervorstreichen werde. Also zuerst transzendentale Phänomenologie und Phänomenologie der Lebenswelt. Ein Blick darauf enthüllt mit den Vertretern, die ich hier hervorhebe, Husserl und Schütz, am allerstärksten eine bemerkenswerte Abwesenheit des Themas, obwohl die methodischen Werkzeuge und thematischen Anhaltspunkte durchaus vorhanden sind. Man muss sie also heben und mobilisieren. Husserls Konzept einer Urstiftung habe ich bereits erwähnt. Sie scheint mir gerade in Bezug auf Öffentlichkeit parallel zu seinen Gedanken einer Urstiftung der Philosophie zu liegen und dennoch in einer interessanten Spannung dazu, die sich um Konzeptionen von Episteme und lebensweltlicher Doxa dreht. In Husserls Forschungsmanuskripten zur Lebenswelt und sozialen Ontologie nimmt darüber hinaus die Kommunikationsgemeinschaft eine zentrale Rolle ein. Doch hier ist Husserls Ansatz durchzogen von einer Dynamik von Heim- und Fremdwelt. Diese liegt wieder auf interessante Weise verschoben zum Begriffspaar öffentlich und privat. Obwohl das Vertraute schnell mit dem Heim und dem Privaten assoziiert werden kann, ist Öffentlichkeit klarerweise nur ungenügend und schief über das Paradigma der Fremdwelt begreifbar. Der Kommunikationsraum bei Husserl öffnet sich also sozusagen nicht auf das Öffentliche, sondern auf das Fremde hin. Die Vertrautheit einer Heimgemeinschaft schließt ihre öffentlichen Räume, Rollen und Funktionen offenbar mit ein. Man könnte hier eine politische Überlegung anstellen, die vielleicht in noch größerem Maße auf die realistische Phänomenologie, also mit Vertreterinnen wie Scheler, Reinach und Stein, zutreffen würden. Öffentlichkeit als nicht nur repräsentativer, sondern als inhomogener, demokratisch essentieller, politischer Ort ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts und umso mehr in der Zwischenkriegszeit ein eher liberaldemokratisches Thema. Und in diesem Umfeld argumentiert ja etwa auch Helmut Plessner. Dagegen betonen die konservativen bis kommunitaristischen Ansätze der Phänomenologinnen lieber die Gemeinschaft oder die Gesamtperson des Staates, stellen also lieber das Soziale als das Politische in den Fokus. Doch eine solche Erklärung muss spätestens mit Alfred Schütz zu kurz greifen, der nicht nur keine Berührungsängste mit liberalem Denken von Kelsen bis von Mises hat, sondern auch explizit einen Aufsatz über den informierten Bürger geschrieben hat, dies allerdings erst in den USA. Dennoch ist in Schütz von Thomas Luckmann fortgeführter detaillierter Studie, die doch explizit den Strukturen der Lebenswelt gewidmet ist, keine Rede von Öffentlichkeit.
Zwar werden genau die Konstitutionsprozesse von Nah- und Fernwelten nachgezeichnet, dass eine solche soziale Sinnkonstitution auch die Sphären öffentlich und privat aufweisen könnte, steht hingegen erstaunlicherweise nicht einmal zur Diskussion. Ich möchte Ihnen zwei Erklärungsmöglichkeiten dafür geben, die meines Erachtens auch aufschlussreich sind für die letztendlich latent themenverdeckende Begriffsverwendung in der Phänomenologie und möglicherweise der Philosophie. Überhaupt, aber hier im Speziellen der phänomenologischen Soziologie und Phänomenologie der Lebenswelt. Eine erste ist, dass öffentlich gleich intersubjektiv gleich sozial gesetzt wird. Das heißt, die intersubjektive Welt ist die soziale Welt und ihr Merkmal ist, dass sie öffentlich ist, im Gegensatz zu meinen sogenannten privaten Erfahrungen. Hier haben Sie ganz klein ein Zitat von Schütz, so ist meine Lebenswelt von Anfang an nicht meine Privatwelt, sondern intersubjektiv. Die Grundstruktur ihrer Wirklichkeit ist uns gemeinsam. Zitat Ende. Dieser Redeweise begegnen wir häufig in der Philosophie überhaupt, bei Husserl allerdings nicht, das ist auch interessant. Und es ist meines Erachtens sehr wichtig, diese epistemische Rede von öffentlich-privat von den innerweltlichen Räumen und Erfahrungen von Öffentlichkeit und Privatheit zu unterscheiden. Ich komme darauf zurück im zweiten Teil. Für eine Untersuchung zur Konstitution der Strukturen und Sphären der Sozialwelt mag es nun ein wenig enttäuschend sein, dass Schütz in fast arendscher Manier von der Bühne der Sozialwelt spricht, doch dass diese Bühne undifferenziert überall und überall gleich zu sein scheint. Auf der anderen Seite berührt die geteilte Faktizität der Welt eine wesentliche Grunderfahrung, nämlich dass sie eben keine Privatfantasie ist und sein kann. Dies ist für eine Theorie der Öffentlichkeit freilich von höchster Relevanz, ebenso wie eine Konstitution von objektiver Realität durch und lebensweltlicher Doxa durch Intersubjektivität, um auch nochmal zu Husserl zurückzukehren. Und ich denke, als eine ausgezeichnete Form dieser Intersubjektivität müsste Öffentlichkeit auch beschrieben werden. Die zweite Erklärungsstrategie, warum Öffentlichkeit als Konstitutionsthema der Lebenswelt nicht vorkommt, ist, dass Öffentlichkeit gleichbedeutend mit Anonymität ist. Und zwar in der reichhaltigen Beschreibung von Beziehungen in der Sozialwelt. Hier wieder ein kleines Zitat von Schütz. Der andere ist mir als Mitmensch in der Wir-Beziehung unmittelbar gegeben, während die mittelbaren Erfahrungen der Sozialwelt nach Anonymitätsgraden gestaffelt und in Erfahrungen der zeitgenössischen Welt der Vor- und der Nachwelt gegliedert sind. Also Schütz macht ja da wirklich sehr feingliedrige und genaue Unterscheidungen, wie uns Menschen in der Sozialwelt vermittelt und immer vermittelter und über Zeitlichkeit und Räumlichkeits- und Leiblichkeitsstrukturen gegeben sind, was wahnsinnig spannend ist. Aber das Thema der Öffentlichkeit kommt dabei nicht vor. Das würde heißen, je öffentlicher, umso anonymer sind mir andere gegeben, was sich einerseits in einer typifizierenden Wahrnehmung, andererseits in habitualisierten, normativ geregelten Alltagspraktiken wie Begegnungen im öffentlichen Raum ausdrückt, wie sie zum Beispiel der Soziologe, phänomenologisch inspirierte Soziologe Erwin Goffman beschrieben hat. Dies macht gewiss einen wesentlichen Teil des öffentlichen Lebens aus und verdient auch, in eine Phänomenologie der Öffentlichkeit prominent aufgenommen zu werden. Aber genügt es schon zu einer schöpfenden Beschreibung von Erfahrungen von Öffentlichkeit? Kann nicht das Wer einer ist im öffentlichen Sprechens- und Handlungszusammenhang gerade auf ausgezeichnete Weise erscheinen? Gehen wir dafür zum zweiten Strang, der die Debatte auf eine weitere Ebene hebt, die ich in Kurzform als Man versus Pluralität bezeichnen würde. Sie kennen alle das bekannte Zitat, aber ich lese es jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit. Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinsweisen des Man das, was wir als die Öffentlichkeit kennen. Sie regelt zunächst alle Welt- und Daseinsauslegung und behält in allem Recht. Und das nicht aufgrund eines ausgezeichneten und primären Seinsverhältnisses zu den Dingen, nicht weil sie über eine ausdrücklich zugeeignete Durchsichtigkeit des Daseins verfügt, sondern aufgrund des Nicht-Eingehens auf die Sachen, weil sie unempfindlich ist,
gegen alle Unterschiede des Niveaus und der Echtheit. Die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus. Martin Heidegger, Sein und Zeit. Heideggers Verdunkelungs- und Verflachungsbeschreibungen sind bekannt und ziehen eine ganze Tradition nach sich, die Öffentlichkeit entweder leidenschaftlich verteidigt oder an einem elitären Misstrauen gegenüber diesem Raum festhält. Und ich denke hier an einen ganzen Kometenschweif wie Arendt, Anders, Strauss, Jonas, Löwit, Lefort, Agamben etc. Hier wird der Diskurs um Öffentlichkeit am stärksten geführt und normativ geführt, wenn auch mit einem ziemlich vorbelastenden Startschuss. Gleichzeitig entwickelt er sich eher weg von der Phänomenologie hin zur politischen Theorie. Hier wird aber auch gleichzeitig deutlich, dass es eine gewisse existenzial-hermeneutische Doppelstruktur der Öffentlichkeit gibt, deren Ambivalenz man meines Erachtens in den Erfahrungsbeschreibungen gerecht werden muss. Damit meine ich nicht Heideggers Zweideutigkeit, sondern das öffentliche Potenzial zu enthüllen, wer man ist, es aber auch zu verdecken, zu verflachen, zu anonymisieren, zu streamlinen, nicht zuletzt herzustellen als Public Image. Hannah Arendt entzieht sich dieser Ambivalenz, obwohl sie sie thematisiert, aber nicht als Ambivalenz. Sie entzieht sich deshalb dieser Ambivalenz ein Stück weit, insofern sie eine strikte normative Trennung einführt zwischen dem Politischen, das ist die gelungene Öffentlichkeit, und dem Gesellschaftlichen, der verstellenden, verflachenden Öffentlichkeit, die noch dazu Privates und Öffentliches im Ökonomischen auflöst. Hermeneutische Ansätze, die sich in diese Tradition des zweiten Strangs, der Existenzialhermeneutik, einschreiben, fokussieren auf Selbstverständnisse, die sich zwischen privaten und öffentlichen sowie individuellen und kollektiven Identitäten entwickeln. In Narrativen und Anerkennungsverhältnissen wie bei Ricoeur, in Auseinandersetzung mit Tradition und Gemeinschaft von Gadamer bis Taylor. Doch auch sie machen Öffentlichkeit kaum explizit zum Thema. Ein dritter Strang, den ich in aller Kürze ansprechen, aber phänomenologisch nicht vereinnahmen möchte, ist die philosophische Anthropologie. Hier wäre Visibilität das zentrale Stichwort. Blumenberg weist uns darauf hin, dass das Grundprinzip seiner phänomenologischen Anthropologie, die Visibilität, schon bei Scheler angedacht sei. Das Spiel von Sichtbarkeit und Verborgenheit ist aber vor allem in Helmut Plessners Streitschrift für die Öffentlichkeit zentral, wobei so der Titel die Grenzen der Gemeinschaft aufzeigen, dass Öffentlichkeit auf Verhaltensformen der Distanz angewiesen ist, um eine allzu geschlossene Gemeinschaft zu verhindern und eine allzu starke Entblößung, Entformung des Individuums. Hier finden sich in der Tat wichtige Grundkonzeptionen und Anknüpfungspunkte, die für eine Phänomenologie der Öffentlichkeit zentral sein müssen, die aber, wie gesagt, eher an den Rändern der phänomenologischen Tradition ihren Ausdruck gefunden haben. Der französische Existenzialismus als vierter Strang stellt wieder einen interessanten Fall dar. Hier hat uns Jean-Paul Sartre mit der Analyse des Blicks eindringliche Beschreibungen der Ausgesetztheit und der präreflexiven Scham geliefert, die ein ursprüngliches Für-Andere-Sein aufweisen. Und zwar vor jeder Möglichkeit eines skeptischen Zweifels. Interessant ist, dass Sartre hier eigentlich paradigmatische Erfahrungen von Öffentlichkeit auf die Beschreibung von Intersubjektivität überhaupt anwendet und diese öffentliche Situation auch sehr gerne ins Private wendet, bis in den privaten Kampf. Hier haben Sie ein Beispiel dafür aus das Sein und das Nichts. Die Erfahrung meiner Lage eines Menschen, Objekt für alle anderen lebenden Menschen, unter Millionen von Blicken in die Arena geworfen und mir selbst millionenmal entgehend, klingt, das wäre Sartre im Internet gewesen. Diese Erfahrung realisiere ich konkret anlässlich des Auftauchens eines Objekts in meinem Universum, wenn dieses Objekt mir anzeigt, dass ich wahrscheinlich jetzt als differenziertes Dieses für ein Bewusstsein Objekt bin. Die Gesamtheit dieses Phänomens nennen wir Blick. Die Wahrheit des den anderen Sehens ist vom anderen gesehen zu werden. Analog dazu könnte man sagen, die Wahrheit
des in der Öffentlichkeit Seins ist, in oder von der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Auch die phänomenale Qualität dieses Blicks ist bei Sartre sehr schön beschrieben und erfasst. Er spricht von der pränumerischen Anwesenheit der anderen, in der die Gegenwart der anderen sich nicht als pluraler Blick oder als konkrete Augenpaare manifestiert, sondern vielmehr als eine ungreifbare, flüchtige und allgegenwärtige Realität, die ich nicht wahrnehmen im Sinne von in den Fokus nehmen kann. Dies scheint Sartre auch die angemessene Phänomenbeschreibung des Man zu sein. Fortwährend, wie er sagt, wo ich auch sein mag, erblickt man mich. Man wird nie als Objekt erfasst, es löst sich augenblicklich auf. Zitat Ende. Hier sind wir wieder bei der Visibilität und der ambivalenten Offenheit des Öffentlichen, was weniger eine Frage der Quantität als vielmehr der Potenzialität ist. Potenziell können mich alle irgendwer sehen. Sartre verbindet damit unmittelbar, und das ist wichtig und ein neu hinzukommender Aspekt, Fragen nach Macht und Anerkennung in zwischenmenschlichen und sozialen Beziehungen. Dies wird bei Simone de Beauvoir und Franz Fanon auf eine neue Ebene der Analyse von sexistischen und rassistischen Macht- und Blickverhältnissen gehoben, die auch Öffentlichkeit mitkonstituieren und die sich vor allem in Strukturen von Öffentlichkeit einschreiben. Die Epidermalisierung, die Deformation des Körperschemas, von der Fanon spricht, geschieht durch einen rassistischen Blick, der sich als öffentlicher behauptet und der damit das implizite Weißsein und Männlichsein von öffentlichen Räumen im Durchgriff auf die Subjekte und ihre Leiber ein- und fortschreibt. Ich gehe damit unmittelbar auf den fünften Strang der aktuellen Ausformungen von politischer und kritischer Phänomenologie über. Auch hier gibt es interessanterweise noch keine explizite systematische Studie zum Thema Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten. Doch es gibt die eben erwähnten Analysen zur sogenannten Phenomenology of Whiteness von Ali Al-Sadri und Sarah Ahmed, die ebenso wie Linda Martin-Alkoffs Visible Identities oder Mariana Ortegas World Traveling das Thema und den Topos des öffentlichen Erscheinens immer auch mit implizieren. Im Rahmen von Selbstverständnissen als interpretativen Horizonten der Sichtbarkeit sowie im Sinne von spezifisch machtaufgeladenen Physiognomien von öffentlichen Räumen. Schließlich möchte ich auch noch im Ausgriff über die Phänomenologie hinaus Judith Butlers Untersuchungen zu einer performativen Theorie der Öffentlichkeit hinweisen, in der die Frage der Leiblichkeit und des Sich-Versammelns, also the politics of the street, im hybrid-öffentlichen Raum thematisch wird. Dies zieht gleichzeitig die Frage nach sich, was die Technologisierung des öffentlichen Blicks im Kontext von Netzöffentlichkeiten und vom Sich-Bewegen im öffentlichen Raum bedeutet. Dies alles sind, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, im Durchgang von der Tradition bis zur Gegenwart Elemente, die für das Projekt einer Phänomenologie der Öffentlichkeit in neuen, systematisch geleiteten Beschreibungen auf phänomenologische Theoriebildung hier hin zu erschließen sind. Diese Beschreibungen kann ich leider hier noch nicht leisten, deshalb der dritte Teil in Jena, wo ich mich da versuchen werde. Ist auch aus zeitlichen Gründen, ein bisschen was hätte ich schon im Köcher. Ich möchte aber mit der mir verbleibenden Zeit im zweiten Teil Grundlinien und Grundrisse der systematischen Betrachtung darlegen, die auf einige der aufgezeigten Fragen und Problembereiche der Tradition antworten. Also ich möchte Ihnen jetzt mit 5 Punkten, die auf die 5 Felder jetzt nicht explizit genau, aber doch auf Problembereiche reagieren und sozusagen in der Systematisierung erste Schritte sind, wie man Schlüsse aus dieser Betrachtung phänomenologischer Ansätze der Öffentlichkeit gewinnen kann. Das erste wäre zur Frage des epistemischen Gebrauchs von privat und öffentlich möchte ich gerne antworten mit einer phänomenologischen Stratifizierung von Schichten von Öffentlichkeit. Zur Frage der Doppelstruktur der Öffentlichkeit möchte ich noch einmal hervorstreichen, die Offenheit und Ambivalenz der Öffentlichkeit als ihre wesentlichen Strukturmomente. Zur Frage drittens der ungenutzten Husserlschen und Schützschen Werkzeuge möchte ich vorschlagen, Erfahrungstypologien zu formulieren.
Zur Frage der Selbst- und Welterschließung in der Öffentlichkeit möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen, dass Erfahrungen von Öffentlichkeit eine gewisse intrinsische Normativität haben können. Und fünftens möchte ich noch zum Punkt von eurozentristischen Herausforderungen den Gedanken bringen, dass Erfahrungsdimensionen im Kontext einer Enabling Violation thematisiert werden können und auch Erfahrungsentzüge thematisiert werden müssen. Ich beginne also mit einer ersten Antwortreflexion. Das Begriffspaar öffentlich-privat kann schillernde Bedeutungen annehmen, wie wir gesehen haben. Mit Schütz haben wir gesehen, dass es eine epistemische Verwendung des Begriffspaares gibt, die etwa auch in der Philosophie des Geistes oder auch bei Wittgenstein häufig anzutreffen ist, wenn man zwischen öffentlicher Welt oder Sprache und privaten Erfahrungen unterscheidet. Hier geht es freilich um die Frage des Zugangs, der epistemischen Zugänglichkeit, was die Begriffsverwendung metaphorisch motiviert. Ist ja eigentlich aus dem politischen Bereich hinausgenommen in den philosophischen Bereich übertragen. Doch wir müssen deutlich zwischen binnenweltlichen oder innerweltlichen Räumen von Privatheit und Öffentlichkeit unterscheiden und dem Bewusstsein als Welteröffnenden, das ich deshalb keineswegs einfach als privat bezeichnen würde. Dies verweist uns auf weitere basale Unterscheidungen, die phänomenologisch zu treffen sind. Was hier aus Zeitgründen natürlich auch fehlen muss, ist eine Phänomenologie der Privatheit, wobei ich hervorstreichen möchte, dass es hier vor allem auch um Hybridität gehen muss. Ich denke, diese Merkmale, also es ist nicht mehr so einfach, dass wir sozusagen rausgehen und dort ist die Öffentlichkeit und zu Hause sitzen und dort ist der private Raum, das wissen wir alle, durch die Interaktion mit sämtlichen Geräten. Ich glaube aber trotzdem, dass gewisse Erfahrungsdimensionen von öffentlich und privat durchaus noch vorhanden sind, aber dass sie neu und komplex konfiguriert werden und deswegen zum Teil auch verkannt werden. Also ich glaube nicht, dass man gar nichts mehr über diesen Unterschied sagen kann, aber dass er eben in neuen komplexen Konfigurationen auftaucht. Was ich sozusagen zu basalen Unterscheidungen mal des öffentlichen Raums sagen möchte, ist, dass der öffentliche Raum, wenn man so sprechen möchte, natürlich noch nicht notwendigerweise eine politische Institution sein muss, sondern als Raum zunächst eben eine bestimmte Physiognomie hat, auf die vor allem Hannah Arendt hingewiesen hat. Sie kennzeichnet den öffentlichen Bereich phänomenologisch durch seine Sichtbarkeit und durch seine Gemeinsamkeit. Was öffentlich ist, ist potenziell, wie sie sagt, für jeden sichtbar und hörbar, sowie prinzipiell mitteilbar. Es ist das, was der Allgemeinheit zugänglich ist und nicht von ihr abgeschottet wird bzw. werden kann. Das heißt, es ist, Zitat, die Welt selbst, insofern sie das uns Gemeinsame ist und als solches sich von dem unterscheidet, was uns privat zu eigen ist, also dem Ort, den wir unser Privateigentum nennen. Zitat Ende. Auf diesen Überlegungen aufbauend können wir unterschiedliche Schichten identifizieren. Erstens wäre die basalste Schicht der erscheinenden Welt selbst, also die Welt als Erscheinungsraum. Plurale, welteröffnende oder weltoffene Bewusstseine sind in diesem Raum aufeinander hin eröffnet, indem sie selbst erscheinen, leiblich sichtbar sind. Aber erst in diesem Erscheinungsraum, und das wäre der zweite Punkt, in diesem Erscheinungsraum selbst finden daher menschliche Gemeinschaften zusammen und können dann innerweltliche Räume und Differenzierungen zwischen privat und öffentlich herstellen. Der öffentliche Raum, ganz im herkömmlichen Sinne und im Gegensatz zum ersten Punkt des Erscheinungsraums, ist also ein schon strukturierter Raum in einer Gesellschaft. Aus diesem Grund ist etwa die Oberfläche der Venus zumindest noch nicht als öffentlicher Raum zu bezeichnen, obwohl sie zur erscheinenden Welt gehört. Öffentliche und private Räume sind im Gegensatz dazu geschaffene, hergestellte Räume und Orte innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft. Als solche sind sie historisch und kulturell wandelbar. Also im Grunde muss ich eigentlich Privatheit erst herstellen. Ich muss sozusagen erst die Wände bauen, die eine ursprüngliche Sichtbarkeit abschotten.
Und deswegen sind eben diese, das ist sozusagen der zweite Punkt ist der, wo ein menschliches Herstellen immer schon begonnen hat. Aber erst auf einer solchen Basis kann sich dann Öffentlichkeit als Diskussions- und Deliberationsraum und Ereignisöffentlichkeit entwickeln. Zu einer Bühne der Welt werden, auf der Akteure und Akteurinnen sichtbar Meinungen und Urteile gebildet und Narrative und Geschichte gemeinsam kreiert und immer wieder reinterpretiert werden. Hannah Arendt wird nicht müde zu betonen, dass diese Bühne zwar eine gewisse Spontaneität in ihrer Entstehung aufweist, da dafür eigentlich nur Handeln und Sprechen und die Aufmerksamkeit der vielen notwendig sind. Gleichzeitig kann eine solche Öffentlichkeit nicht bestehen und keine Dauer bzw. keinen historischen Raum entfalten, wenn sie nicht durch Werke und Strukturen befestigt wird. Öffentlichkeit nur als flüchtiges intersubjektives Aufmerksamkeitsphänomen in der Wüste, sei es eine reale oder eine Informationswüste, vermag nicht den realitätsstiftenden Charakter zu entwickeln, den sie als Institution hat. Die institutionalisierte und damit auch die Augenblickszeit überdauernde Form der Öffentlichkeit stellt somit deren höchste Stufenform dar, wobei diese stets in lebendigem Austausch mit der spontanen Öffentlichkeit stehen muss, um sich ihre Lebendigkeit zu bewahren und nicht zu versteinern. In diesen Bereich gehören schließlich auch Formen der Repräsentation, der öffentlichen Symbole und Riten sowie institutionalisierte Bereiche wie etwa jener des Rechts und der Gerichtsbarkeit. Zwischen unterschiedlichen Schichten und Stufen von Öffentlichkeit in diesem phänomenologischen Sinn zu unterscheiden, erlaubt meines Erachtens eine differenzierte Herangehensweise an eine breite und aufgefächerte Thematik, denn der öffentliche Raum ist wirklich nicht dasselbe wie ein Gericht. Damit komme ich zum zweiten Konzeptionsantwortversuch. Zwar sind Öffentlichkeiten zweifellos Sphären des Mahn, der sozialen Normen und Rollen. Es ist allerdings auch mit Heidegger gegen Heidegger zu vermerken, dass gerade Öffentlichkeit dadurch charakterisiert werden kann, dass dieses Mahn einen Riss erfährt. Es kann etwas just dadurch zum öffentlichen Ereignis werden, dass es, wie Jacques Rancière dies beschreibt, die Ordnung der Sinnlichkeit in Frage stellt. Gerade diese Offenheit macht die Öffentlichkeit zu mehr als einer verdunkelnden Sphäre des Mann und zu einem ästhetisch und politisch relevanten Ort. Gerade in diesem Sinne sind Öffentlichkeiten auch als Orte der Macht, der Diskurs, Deutungs- und Erscheinungsmacht zu beschreiben, die sich zweifellos durch Ausschlüsse konstituieren. Gleichzeitig muss eine phänomenologische Beschreibung aber sensibel sein für die möglichen Unterbrechungen, Brüche und Inanspruchnahmen von allgemeiner Vernehmbarkeit, auch im Protest gegen Öffentlichkeit. Dem Erscheinen wohnt auf diese Weise also ein nicht vollständig kontrollierbares, anarchisches Moment inne. Wir haben es also mit einer Struktur zu tun, die sich nicht prinzipiell durch eine Geschlossenheit von Normen auszeichnet, auch wenn sie normativ reguliert ist, sondern durch ihre wesentliche ambivalente Offenheit. Eine weitere These resultiert daraus: öffentlicher und gemeinschaftlicher Raum sind nicht dasselbe, darauf hat Olivier Tassin hingewiesen. Während der gemeinschaftliche Raum Nähe und Vereintheit herstellt, stellt der öffentliche Raum Dispersion und Distanz her, also vielmehr Pluralität statt ein soziales Ganzes. Damit komme ich zu einem dritten Punkt. Und dieser dritte Punkt betrifft den Grundriss von verschiedenen Skalierungen von Öffentlichkeiten, die genau mit den Mitteln, die Husserl und Schütz zur Verfügung stellen, aber selbst nicht nützen, meines Erachtens sehr gut analysiert werden können. Solche Typologien von Öffentlichkeiten korrelieren bestimmten Erfahrungstypen. Sie reichen von sogenannten Face-to-Face-Situationen bis zu hochvermittelten Situationen, von prinzipieller Zugänglichkeit bis zu komplexen Ausschlussmechanismen, von alltäglichen leiblichen Mikropraktiken im öffentlichen Raum, also vom normativ Habitualisierten bis zum Ereignishaften, vom simplen Erscheinen voreinander bis zum abstrakten Deliberieren. Diese Charakteristika sind meines Erachtens alles als Typen von Erfahrungen und Erscheinungsräumen zu beschreiben. Und die Analysewerkzeuge dafür sind die klassischen: Intentionalität, Leiblichkeit,
Habitualisierung, Welt, Horizont, Einstellung, Affektivität, Einfühlung, Fremderfahrung, Raum und Zeit, Bewusstsein etc. Ein Beispiel, das ich dafür geben kann, ist eine kurze Analyse, die ich für das Journal Phänomenologie in Pandemiezeiten versucht habe, wo ich versuche, den phänomenologisch relevanten Unterschied einer geteilten umweltlichen Erfahrung, also der Hitze in diesem Raum hier und der zunehmend wenigen Sauerstoff, einer geteilten umweltlichen Erfahrung in der Vorlesungsöffentlichkeit einer Regulierungsmöglichkeit dieser Öffentlichkeit auf Zoom gegenüberzustellen, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsökonomie hat. Hier kann man also ganz konkret in Beschreibungen einsteigen und ich glaube, das ist ganz wesentlich für unsere Fähigkeit, aufmerksam zu sein, wenn wir uns eine gemeinsame Umwelt teilen oder wenn jeder in einer eigenen Umwelt ist und diese Umwelt auch manipulieren und regulieren und Ton lauter, leiser abschalten kann, noch dazu kommen ständig E-Mails rein und so weiter. Wir kennen das alle, aber es ist eine Aufgabe, das auch wirklich zu beschreiben, im Sinne dessen, wie sich, natürlich sind wir auch miteinander in Kontakt, aber wesentlich ohne eine leiblich gemeinsam geteilte Umwelt. Und insofern diese eine öffentliche ist und ein öffentliches Setting darstellt, glaube ich, kann schön deutlich werden, was nicht eingeholt werden kann. Dankeschön. Damit zum vierten Punkt, und hier geht es um die Behauptung, die ich ja gemacht habe anfangs, dass eine intrinsische Normativität oder Protonormativität in verschiedenen Typen von öffentlichen Erfahrungen steckt. Das ist natürlich ebenso durch Beschreibungen auszuweisen. Das scheint mir insofern machbar, als ein Erscheinen vor anderen und ein öffentliches Sich-Austauschen über die Welt gelingen oder misslingen kann. Ganz einfach. Dies betrifft nicht nur die Frage des Selbsterscheinens, sondern auch des Enthüllens der gemeinsamen Welt. Epistemische Fragen von Wahrheit und Lüge, von Multiperspektivität und dem Streit um Fakten gehören ebenso hierher wie Analysen von Visibilität, Ausgesetztheit, Partizipation, Anerkennung oder Modi des Streits und des Urteils. Dafür scheint mir auch ein Rückgriff auf ganz klassische Merkmale von Öffentlichkeit aus klassischen Texten sinnvoll, die als Erfahrungsstrukturen und Typen herauszuarbeiten sind, in ihrem Wie es ist oder anders gesagt in ihrem Erschließungscharakter, sowohl in ihrer inhärenten Normativität, sowie in ihrer inhärenten Normativität. So kann man eine ganz neue Geschichte erzählen über Erfahrungstypen, die inhärent normativ und anspruchshaft sind und auf diese Weise einem normativ aufgeladenen Begriff von Öffentlichkeit korrelieren. Und ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Welterschließung durch reflektierendes Urteilen bei Kant. Das eine ganz spezifische Art von ineinander in Bezug sein und über einen Gegenstand in der Welt urteilen, inauguriert, dass eine bestimmte anspruchshafte Erfahrung von Öffentlichkeit bedeutet und aber auch den Anspruch erhebt, damit wieder weitere Erfahrungen machen zu können. Es wäre so ein Typus. Ja? Natürlich muss man auch die misslingenden Typen hier hervorstreichen. Ja? Aber wir haben, ich habe das kurz mit Sartre, also diese Ausgesetztheitserfahrungen und so weiter. Hier liegt meines Erachtens ein großes Potenzial der Phänomenologie, diese inhärente Normativität im Erfahrungsgeschehen explizit zu machen und nicht einfach nur faktisch festzustellen. Schließlich, und damit der letzte Punkt, geben uns die gegenwärtigen kritischen Untersuchungen einer Phänomenology of Whiteness zu denken, inwieweit die Urstiftung der Idee der Öffentlichkeit mit einer Hypothek belastet ist, die sich in jeglicher Konzeption einer Weltöffentlichkeit, ja auch in den digitalisierten Öffentlichkeiten, strukturell fortschreibt, einer Dominanz des sogenannten Westens und was diese Öffentlichkeit als relevant wahrnimmt. Aus diesem Blickwinkel scheint es geboten, post- und dekoloniale Kämpfe und deren Umgang mit Öffentlichkeit im Sinne einer sogenannten Enabling Violation in den Blick zu nehmen. Gayatri Spivak verwendet diesen Begriff einer befähigenden Verletzung, um eine gewaltsame koloniale Prägung zu kennzeichnen, wie etwa die Dominanz der englischen Sprache im kolonialen und nachkolonialen Indien.
die im strategischen und dekonstruktiven Sinne für post- und antikoloniale Bestrebungen mobilisiert werden kann. In diesem Sinne könnte von gebrochenen und transformiert wieder aufgenommenen normativen Ansprüchen von Öffentlichkeit gesprochen werden. Auch interkulturelle Forschungsfelder tun sich auf, sind die Erfahrungsräume dessen, was als private und öffentliche Zone erfahren wird und auch wie und wie stark diese Kluft erfahren wird, nicht höchst kulturell geprägt. Kommt es nicht gar einem Eurozentrismus gleich, dieses Begriffspaar und mir nichts, dir nichts anzuwenden? Es muss also in einer Art Hermeneutik des Verdachts vermieden werden, eine schlichte Universalität der Form anzunehmen. Dies muss vor allem durch eine Infragestellung und Kontextualisierung der eigenen Selbstverständlichkeiten geschehen. Nicht zuletzt ist durch die technologische Dimension der Vermitteltheit von Öffentlichkeiten, aber auch eine andere, nicht weniger hegemoniale Art der Quasi-Universalität in Betracht zu ziehen, und zwar die der technologischen großen Player, die den Kommunikationsraum über soziale Medien dominieren. Um dies in einer kritisch-phänomenologischen Analyse zumindest zu thematisieren, bedarf es auch der Aufmerksamkeit auf das, was nicht erfahrbar ist, was eventuell verdeckt ist, weil es die Norm ist oder sich als transparent manifestiert, wie eine Technologie, oder was sich prinzipiell entzieht und den Erfahrungsraum dadurch erst konstituiert, zum Beispiel auch technologische Settings und Framings. Lassen Sie mich zu einem Ende kommen und zusammenfassen. Eine Phänomenologie der Öffentlichkeit scheint mir ein Desiderat zu sein, das uns in Krisenzeiten der Öffentlichkeit auf die Erfahrungen von Öffentlichkeit und Öffentlichkeiten zurückführt. Welche Welten eröffnen sich hier in hybriden Konstellationen, in einer Rekonfiguration von privat und öffentlich, in einer intersubjektiven Sinnkonstitution mit neuen technologischen Vermitteltheiten? Welche Welten bleiben verschlossen? Eine solche Phänomenologie der Öffentlichkeit ist meines Erachtens in einem reichhaltigen Rückgriff auf die phänomenologische Tradition erst neu zu entwickeln, in einem gewissen Sinne auch aus ihrem bisherigen Fehlen heraus. Und zwar als eine methodisch reflektierte Analyse von Strukturen der Erfahrung, der Existenz und des Erscheinens, der Realitätskonstitution und der geschichtlichen Urstiftungen, die unser Selbst- und Weltverständnis prägen und die gerade in öffentlichen Kontexten wiederum politisch bestritten und infrage gestellt werden. Dabei soll eine Typologie von Erfahrungen und Sinnbildungsprozessen freigelegt werden. Dies ist auch ein phänomenologischer Topos, antireduktionistisch zu konzipieren, kann also weder auf Systeme, Diskurse noch gar naturalisierende Konzepte wie Gehirnprozesse zurückgeführt werden. Dadurch lässt sich auch jenseits von bloß psychologischen Zustandsaufnahmen verstehen, wie Welten, öffentliche, private und vor allem Hybridwelten, sich konstituieren, er und gelebt werden, wie Ambivalenzen in Bezug auf das Erscheinen von Welt, Selbst und anderen sich abzeichnen und wie dadurch gelingende und scheiternde Erfahrungen von Öffentlichkeit zustande kommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.